Hi Leute, toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um das DH67BL von Intel. Abo, Kommentar oder einen Daumen wäre absolut super. Hi Leute, herzlich willkommen. Heute geht es um das DH67BL. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, das Ganze habe ich euch schon mal gezeigt, aber das war noch in einer Variante, wo es noch einen kleinen Fehler gab. Das hier ist jetzt in der Revision, wo diese Fehler, was Sandy Bridge betrifft, nicht mehr auftreten. Und daher kommen wir nochmal zum kurzen Unboxing. Wie beim letzten Mal auch, zwei SATA-Kabel. Die Input-Output-Blende, dann Intel Express Installer, die DVD zum Mainboard. Den Aufkleber, in den ich mich mehr oder weniger verliebt habe, weil ich das vorher so noch nirgends gesehen habe. Wie gesagt, sehr schön zum Aufkleben hier hinten auf das Case bzw. auf die Seite, damit man mal weiß, wo was ist. Hier noch mal der Hinweis, dass die DIMMs eingesetzt werden müssen. Ja, auch sehr gut. Schöne Signalfarbe, kann man eigentlich nichts mehr falsch machen. Und auch Achtung, Prozessorkompatibilität. Schwieriges Wort. Schaut mal hier. Der 1155er ist halt nicht mit dem 1156er kompatibel. Das steht, sieht man hier, hier sind 4 Pins, da sind 6, da sind 3, da sind 5. Hier sind die Notches, die sind auch ein bisschen anders. Das heißt, bitte nicht versuchen, einen 1156er Sockel in ein 1155er Board zu pressen. Das funktioniert nicht. Was gehört noch dazu? Jetzt noch hier eine schön bebilderte Anbauanleitung. Offensichtlich hat man sich bei Intel damals Gedanken gemacht, wie erreichen wir die Menschen, die nicht so gern lesen. Was man hier sehr schön sehen kann. Offensichtlich nimmt man hier eher so ein bisschen den Comic-Stil in Anspruch, was aber nicht schlecht ist, weil hier wirklich alles sehr schön erklärt ist, wie man was einstellen muss, wo man was machen muss. Ja, dafür schon mal ein sehr gut. Sollte ich jetzt langsam mal anfangen, Kaufempfehlungen auszusprechen, kann ich gern tun. So, und jetzt kommen wir hier gleich zu dem Board. Hier in Kürze der Herstellerlink: http://intel.com. So, jetzt zum Board. Und bevor wir aber eigentlich zum Board kommen, nochmal ein kleines anderes Thema, nämlich ihr seht hier, das ist auf ganz besondere Art und Weise eingepackt worden. Hier steht auch was von, Achtung, elektrostatisch sensitiv. Ja, soll heißen, ihr solltet aufpassen, dass ihr euch vorher erdet, bevor ihr dieses Ding hier auspackt. Es kann nämlich sein, dass mit so einer elektrostatischen Aufladung, die mehrere tausend Volt erreichen kann, ihr kurzerhand mal euer neues Mainboard zerschießt. Es gibt zwar ein paar Experten, die sind da vollkommen anderer Meinung und sind der Meinung, dass man sowas nicht braucht, und wenn dann halt sowas passiert, hat man Pech gehabt. Ich sehe das ein bisschen anders und denke, es ist sinnvoll, sich vorher zu erden. Und jetzt machen wir das mal auf. So, ihr seht, es war vorher nicht auf. Und schauen mal, wie wir das am besten herauskriegen. Kunststoff-Slot zu fassen bekomme. So, von hinten sieht das Ganze so aus. Das ist ein Micro-ATX-Format. Das ist die Rückseite des Mainboards. Und dann drehen wir das Ganze mal zur Vorderseite. Wie gesagt, das Ganze ist für den Sockel 1155. Hat 4 DIMM-Slots für DDR3 RAM. Was haben wir noch Schönes? Hier der ganz normale ATX-Stecker. Hier SATA 6 GB, SATA 2, SATA 3 Stecker. Das Wichtigste in der Mitte ist natürlich der Sockel 1155. So, sehr schön zu sehen jetzt hier der Sockel 1155. Das Ganze geht nach hinten, dann klappt man das Ganze auf. Dann habt ihr hier diese Abdeckung. Die entferne ich das nächste Mal, obwohl hier so entfernt man sie. Kann sie dann aber wieder reintun. So. Und kann sie dann auch wieder zumachen. So, bis man tatsächlich den Prozessor einbauen möchte. Jetzt der Blick auf die sonstigen Anschlüsse des Boards. Hier unten befindet sich der Grafikkartensockel. Für den Fall, dass ihr eine andere Grafikkarte benutzen möchtet, als die, die bereits im i7 integriert ist. Hier noch die anderen Steckplätze. PCI. PCI Express 1, die South Bridge passiv gekühlt, und
schauen wir uns von der Seite die einzelnen Anschlüsse an. Wie gesagt, wenn ihr den HD3000 Kern mit benutzt, dann habt ihr hier auf dem Mainboard einen DVI-Ausgang bzw. HDMI-Ausgang. Hier sind zwei USB 3.0 Steckplätze, hier die Audio-Steckplätze, hier USB 2.0, nochmal USB 2.0, hier ein LAN und nochmal zwei USB 2.0 und ein eSATA-Anschluss. So, von oben, das Ganze ist eigentlich relativ klein, klar, ist ja auch ein Micro-ATX-Board. Hier ist der ATX-Stecker für die CPU. Für einen rückseitigen WAN noch ein 4-Pin-Anschluss, für den CPU-WAN auch ein 4-Pin-Anschluss. Falls man noch einen Front-WAN hat, noch ein 4-Pin-Anschluss. So. Hier die einzelnen DIMM-Sockel. DIMM 1, 2, 3 und 4. Eine leicht, nein, sieht nur so aus, eine Mainboard-Batterie von Mitsubishi. Und hier die Anschlüsse fürs Power-LED, fürs Front-Panel, die sind hier vorne angebracht. Hier die internen USB-Verteiler, wo ihr noch USB-Anschlüsse rantun könnt. Und da. Und das sind die Front-Panel-Audio-Anschlüsse, die sind unten. Ja, das war's im Kurzen und Ganzen. Unboxing und Review zum neuen bzw. neu aufgesetzten DH67BL von Intel. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!